Okay. Oh, schön ist's hier. Ach ja. Ja, ich genieße, sorry. Rossmann und ich genießen erstmal den freien Tag auf dem Land. Stimmt's, Rossmann? Ja. Komm, ein bisschen querfeldein. Bäm. Grand Theft Auto. Sorry, Grand Theft Pferd. Boah, wie genial das aussieht. Boah, ich feiere das gerade so. Wow, ist das Pferd. Alter, ist das Pferd wendig. Datenbank. Antikes römisches Theater. Glyphe. Ruinen alter römischer Theater, die von ähnlich konstruierten griechischen Theatern inspiriert waren, findet man in den einst vom Imperium beherrschten Gebieten überall. Römische Theater wurden normalerweise aus Beton gebaut, einem Material, das im Italien der Renaissance nicht mehr verwendet wurde, da man das Rezept verloren hatte. Ihr halbkreisförmiger Aufbau verlieh ihnen eine ausgezeichnete Akustik, dank derer die Zuschauer auf der Bühne aufgeführte Stücke, Reden oder Chorgesänge gut hören konnten. Fällt dir der fehlende Marmor auf? Die Italiener der Renaissance haben im Umgang mit römischen Bauten eine rudimentäre Form des Recyclings praktiziert. Man riss alles auf, was man finden konnte von den Gebäuden, um es gratis weiterzuverwenden. Klug. Ich bin völlig fasziniert davon, wie wendig dieses Pferd hier. Guckt euch das mal an. Jubi. Davon kann sich manch ein Dressurpferd eine Scheibe abschneiden. Ja, das werde ich noch mal des Öfteren machen. Sorry. Ich bin, was sowas angeht, sehr eigen. Ja, ich komme ja gleich. Ich genieße erstmal noch das Pferd. Ah. Boah, wie geil das aussieht. Ich weiß, da gibt es mittlerweile einfach auch grafisch bessere Sachen, aber guckt euch das mal an. Ja, ich gehe ja schon. Und ein Wechsel, und ein Wechsel, und ein Wechsel. Und Kannst du auch Schritt. Gehst du auch Schritt? Gehst du auch im Sch Pferd? Gehst du auch im Schritt? Ja, cool. Schatzi geht auch im Schritt. Ja, das nenne ich mal einen unsauberen Übergang. Ja, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Hallo? Ezio, was tust du denn hier? Pony! Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Wie man in den Wald ruft. Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri di Pazzi helfen. Okay. Bonnie! Wir sind doch fußkrank. Hi, hi. Außerdem fühle ich mich dann wichtiger. Leise. Ist auch überhaupt nicht unauffällig mit dem Pferd. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen an. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Bereit, wenn du es bist. Was? Ups, ich glaube, ich hab gerade das Spiel ein bisschen angebackt. Warte mal. Ich glaube, das hat das Spiel gerade nicht erwartet, dass es jemand so blöd ist, da rumzureiten. Was? San Gignano. Gimignano. So.
Benannt nach dem heiligen Geminianus, der angeblich einen dichten Nebel heraufbeschwor, um die Stadt Modena vor Attila, dem Hunnen, zu retten, wurde San Gimignano im 3. Jahrhundert nach Christi gegründet. Die Stadt wuchs als wichtiger Haltepunkt auf dem Pilgerweg nach Rom seit dem 10. Jahrhundert beständig an. Im Jahre 1199, als die Bürger wohlhabend geworden waren, spaltete sich San Gimignano vom Bischof von Volterra ab und wurde selbstverwaltend. Die für die Stadt so typischen Türme entstanden in einem Wettstreit ihrer reichen Bürger, um zu zeigen, wie viel Geld sie in der Tasche hatten. Zu ihrer Glanzzeit gab es in der Stadt 72 Türme. Aber die Pest von 1348 schwächte San Gimignano stark. Ohne Geld für die Instandhaltung begann die Stadt zu zerfallen. Der Stadtrat bat Florenz um Hilfe und Florenz übernahm die Kontrolle. Warte mal. Hufmesser! Hallo? Ups, daneben! Ups, daneben! So. Ich weiß, ich bin bescheuert. Kann ich den anderen auch noch ausschalten? So. Ich stelle mich immer so blöd an. So. Machen wir das hier auf. Ups. Und ziehen unser Schwert, würde ich sagen. Müssen wir denen jetzt helfen? Weil wir haben das, wir haben es ja aufgemacht. So. Hallo, Rossmann! Okay. Ich würde mal sagen, in die Stadt rein. Warnung zum Ziel. Ach ja, ja. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Ja. Hier lang, Männer. Mario folgen. Wo ist er denn? Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Welche Wachen? Die Wachen töten. Welche Wachen? Ha. Ich habe Grafen, Prinzen und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Ups. Mit eurem Zauber. Holz, die Wachen geschnitzt sind in diesem Nest. Dass sie uns nicht gesehen haben. Komm, spielen wir mit. Dann spielen wir halt mit. Wolltest du auch was? Du auch? Na komm, trau dich. Auch ich liebe diese Konterangriffe. Warum stehst du nur so rum? Na komm schon. Da sind noch welche. Du wolltest ihn angreifen? Na, das gebe ich dir aber zurück. Aha! Okay, noch zwei. Aha! Okay. Bam! Du schreit nach einem Getränk? Was? Ihr fangt doch wohl jetzt nicht an zu saufen. Torre Rugnosa. Der Torre Rugnosa ist mit dem Palazzo Vecchio del Podesta aus dem 13. Jahrhundert verbunden und ragt 51 Meter über San Gimignano hinaus. Podesta, Stadtvogt, war der Titel, welcher dem ernannten Herrscher vieler italienischer Städte verliehen wurde. Der Palazzo Vecchio war etwa 100 Jahre lang die Residenz des Podesta von San Gimignano. Von bisher 1337 über den Palazzo über den Platz in den Palazzo Comunale zog. Warum brach der Podesta einfach so mit der Tradition? Vielleicht weil der Palazzo Comunale den höchsten Turm in San Gimignano hat. Turmneid. Ein Faktor, den du als Motor für Veränderungen nicht unterschätzen darfst. Oh, ich liebe diese Datenbankeinträge. Und ich will hier hoch.
Ich weiß, wir sollen uns beeilen. Es geht gerade Latte, ich will da hoch. So, wahrscheinlich hier hoch, ne? Ja. So, dann haben wir ein bisschen mehr Sicht. Das kommt der Mission nur zugute. Nee, nicht in die Richtung. In die. Und dann da hoch. Na, noch stürzen wir nicht. Noch. Noch sind wir nicht gestürzt. Dann halt so. Du kommst sonst auch ganz andere Sachen hoch. Naja, ich sag, ach, wie schön. Synchro. Einmal synchronisieren, bitte. Einmal springen. Okay. Frisch gefangene Igel. Was hat er denn gerade gemacht? Ach, wir haben alles noch. Dann ein anderes Mal. Ja, dann ein anderes Mal. Sind sämtliche Wachen weg? Kiste. Kiste, Glitzer, Glitzer. Glitzi, Glitzi. So, Glitzi, Glitzi. In welche Richtung müssen wir denn laufen? Wo muss ich hin? Ich glaube so hier. Nicht hier so. Nicht hier so. Muss ich von der anderen Seite kommen? Ja. Was denn? Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm! Das ist doch eine Falle! Nee. Warte mal. Ich unterbreche diese spannende Szene für eine Werbeeinblendung. Palazzo Comunale. Der Palazzo Comunale, das Rathaus von San Gimignano, wurde 1288 als Sitz der Stadtregierung erbaut. Wie es sich für die Stadt der Türme geziemt, war einer der ersten Beschlüsse des Rates in seiner neuen Heimstätte, eben diese durch die Errichtung des Torre Grossa zu krönen. Der Podestat bezog den Palazzo Comunale im Jahr 1337. Mitspielen! Immer schön mitspielen! Wer betet dazu, Jesus? Ja, wer willst du denn? Hast du irgendwas gesagt? Hey! Hallo? Was willst du? So, den? Ah, Neffe, da bist du ja. Ja. Der Plan stößt auf Schwierigkeiten. Wir, die Männer, haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange, Vieri. Okay. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Oh, das werde ich mit Liebe tun. Mit Freude werde ich das tun. Welche unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Nein. Ihr werdet mich für verrückt halten. Ja. Genau wie sie mich halten. Genau das gleiche, für das sie mich halten. Aber das stört mich nicht. So, wo ist denn diese falsche Schlange?